Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Yo, hier sind wir wieder. So, ich habe schon mal angefangen. Ja, wundert euch nicht, warum ich hier am zweiten Part hier angeschlossen habe oben. Sonst wäre das hier mit dem Band hier nicht gegangen. Weil da hat er wieder gesagt, ja, kein Freiraum. Und jetzt versuche ich das hier unten drunter durchzufädeln. So, und vorzugsweise so in die Richtung. Da können wir hier wahrscheinlich auf die Fabrik aufstellen wieder. So, jetzt wird's lustig. Ich nehme jetzt gleich mal die schnellen Bänder. Hier drüber, hier längs. Ja, wieder Windows hier, Moment. So, da hat wieder dieses komische Windows-Farbschema hier rummeckern müssen hier. Ich weiß nicht, warum das manchmal aufkommt hier. Das aufpoppt. Das Spiel wagt manchmal halt irgendwie das Tappen nicht so. Ich meine, solange es nicht abstürzt, soll mir es recht sein. So, hier längs. Ja, jetzt müssen wir da wieder was drüber schleusen. Hier haben wir schon Deckenhalterung. Ja, wenn wir das... Wenn wir das hier unten drunter, wenn wir da noch eine Wand hinhängen könnten. Nee, das hilft uns nicht weiter. Dann müssen wir sie wieder durchschlängeln durch das Ganze. Nee, das geht so nicht, wie ich mir das gerade vorstelle. Nur zum Teil. Hier wird man auch das können. Wir kommen jetzt, wo kommen wir denn da an? Wir kommen hier drauf. Hier. Da kommen wir hin. Mit einem Fenster können wir hier nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Nee, nee, da haben wir nicht wieder das Problem. Wenn ich das hier nochmal auf dem Band aufstelle. Das könnte man tun. Das wäre... Ja. Aber den Halter mache ich wieder... Nee, den Halter mache ich weg. Denn das Band ist jetzt maximal an der Decke. Das ist sehr, sehr gut hier schon. So, wir bräuchten jetzt rein theopraktisch auf der Gegenseite von der Wand wieder einen Halter, ne? Da kann ich aber nichts machen, das ist... Doch, ich kann doch da... Wände... Halter. Wenn ich das jetzt so mache... Ja, leider kann ich jetzt nicht mehr weiter hier ganz an der Decke hier verfahren, beziehungsweise ich probiere mal noch was anderes ganz kurz, wie hoch kommen wir, wenn wir das Ding hier stapeln. Ah, da kommen wir leider zu hoch. Ja, das ist keine Option, weil da wird man im Fundament praktisch dann drin verfahren. Ja, da das aber schon das dünnste Fundament ist, kann man das Fundament nicht noch kleiner machen. Ja, dann ist das schon die beste Lösung, wo wir haben. Da wird man jetzt wahrscheinlich, ja, da wird man die Kurve nicht kriegen. Warte. Ne, da wird das ein Schlenkerer machen, also gut. Da muss ich das Wandstück auf der nächsten Wand nehmen.
Na nö. Hier. Das kommt weg. Band 5. So. Schön ist es nicht, aber ja. Der Winkel quält mir halt wieder nicht, ne? Ja. So. Nun, wie viele Segmente sind es eigentlich bis zum nächsten Wandabschnitt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind dazwischen und dann das 6. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Wandding hier lasse oder ob ich das einfach abreiße. Dann schwebt das Band hier durch die Gegend. Ja, ich lasse es jetzt erstmal. Das heißt, bis ich das hier weitergebaut habe. Wand. Wandsegmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. So, das kommt jetzt auch weg, weil es gefällt mir so nicht. Wenn ich da tatsächlich noch irgendwie ein bisschen weiter baue. Warte mal. Ach ja, stimmt, das hat, da ist ja, das ist ja anders hier, aber trotzdem. Das soll ja ziemlich an der Decke hängen, das Ganze. Falsche Taste. Logistik, zack, bums. Das so links und jetzt kommen wir dann so langsam wieder ins, in den Landeanflug sozusagen. Da brauche ich nochmal eine Wand mit Halterung. Vielleicht noch eine. Na, oder das überschneidet sich dann so arg. Ja, das, nee, ist nicht so gut. Dann machen wir das so. Ja, man muss hier tatsächlich mit allen Tricks schaffen hier, dass man das gescheit kriegt hier. Weil probelig verlegen kann man ja immer, ne? Das, ja, aber ich möchte tatsächlich auch manchmal noch halbwegs schön verlegen. So, Schwefel auf der Expressspur. Dann kommt es hier weg. So. Ja, weil wenn da die Wanddinger hängen, das sieht so nicht so schön aus, deswegen. So, irgendwas ist noch nicht richtig. Oder naja, es wird noch kein Schwefel da sein. Das wird das Problem sein. Ach ja. Ich weiß, wo das Problem liegt. Wisst ihr es auch? Und schön, dass ich hier noch laufen kann, gerade so. Also hier kommt jetzt wieder Bauxit, das ist sehr schön. Also das Problem ist, ich tue es euch mal erklären, dass ich wahrscheinlich den Bahnhof nicht wieder richtig eingestellt habe. So, ich könnte jetzt wieder außen hochfliegen, aber wir haben hier auch ein Treppenhaus. Das wir so selten nutzen, jetzt nutze ich halt mal das Treppenhaus. Vor dem Jump-Dings da hätten wir es sowieso immer nutzen müssen, weil da hätten wir eh nicht hochspringen können dann. So, ich vermute tatsächlich, dass ich hier wieder vergessen habe, einladen zu drücken bei dem einen. Also bei dem, er soll ausladen vom Zug runter. Ist das schon der Zug? Das wäre jetzt gerade wie richtig passend. Ja, es ist er. Ja, die haben auch die Bremszeiten nochmal so ein bisschen angepasst da hier bei den Zügen. So, jetzt müsste, weil der Waggon ist ja schon drauf. Also es wird standardmäßig eingeladen. Und jetzt lädt er hier aus. So. Jawohl. Da geht das parallel gleich ausgeladen. Ja, wie lustig das dann immer grün und blau wird, der Container. Ich stelle mich jetzt mal oben drauf, oder? Schwarzes Loch hier drin, okay.
Das wollte ich sehen, das war mal wert. Oh, guckt an, hier. Wasserdampf. So, jetzt haben wir schon wieder einen Zug mit 2 Waggons. Wir haben noch keinen mit 3 Waggons, aber wie gesagt, wir könnten den tatsächlich auf 3 Waggons verlängern. Hier wäre es auch möglich vielleicht, aber dann müssten wir hier die... Ah, jetzt werde ich wieder vom Zug gerammt. Dann müssten wir hier die Strecke wieder ändern. Aber wozu? Weil hier haben wir nichts, was wir hier das machen müssten. Es sei denn, wir lassen den Zug noch beim Öl vorbeifahren. Aber nee, der wäre so ewig lang unterwegs. Da müssen wir wieder einen neuen Zug wahrscheinlich für bauen. Für Öl. Was ist hier los? Ah nee, der fährt, okay. Ich habe gerade gedacht, der hat ein Problem. Weil der gerade so komisch stand hier. So, Schwefel kommt jetzt also auch an. Jetzt gucke ich mir die ganze Sache natürlich mal an. Hui! Ja, da haut es mich wieder durch die Gegend. So, und die Computer werden immer noch so zufriedenstellend hergestellt. Ja, weil halt die Platinen, ja, ja. Hm. Ah, ich sehe schon das Problem. Das Band ist ja... Das, was hier liefert, ist zu lahmarschig. Oder ist... Moment, nee, das kann nicht sein. Ich glaube, das ist ein anderes Problem. Wir erzeugen nicht genug hier Turbodraht. Das wird sein. Ja, das ist es. Wir haben 3 Maschinen, die uns hier aus Kriteriumbarren das produzieren. Ich weiß gar nicht, haben wir das damals ausgerechnet. Die brauchen 45 pro Minute. Und die erzeugen 45 pro Minute. Okay. Wir könnten die ganze Sache noch boosten. Ja, der Speicher ist voll, aber der ist jetzt genau, es ist jetzt bald ausgewogen hier. Der Speicher wird nie leer sein, weil die ja nie mehr verbrauchen hier. Wie die hier machen, ne? Das ist jetzt gerade so eine Produktion. Eigentlich bräuchte man den Speicher, den Puffer hier, ne? Es sei denn halt wirklich, wie beim Aluminium, da fällt dann mal was aus und dann kommt kein Bauxit mehr. Wobei wir es in dem Fall zu spät gemerkt haben. Da war auch schon der Pufferspeicher praktisch im Bahnhof leer. Ja, gut, wir haben ja hier sonst keinen Puffer mehr, dann... Aber in dem Fall hätten wir es jetzt tatsächlich dann... Hätten wir hier noch einen Zwischenspeicher. Das haben wir beim Aluminium nämlich auch. Wenn da jetzt die Zufuhr vom Erz hier unterbricht, dann haben wir immer noch genug da. So, wir müssten das hier nur ein bisschen hochschrauben, oder? 60 pro Minute. Dann sind wir bei 180 pro Minute, was die machen. Wir brauchen aber momentan ein bisschen mehr Turbodraht pro Minute. So, ich brauche mal neue Schnecken, also neue Energiedinger. Da habe ich hier doch noch welche drin, oder? Ja. Nehmen wir mal die so lang. So, jetzt, das wird natürlich jetzt hier, das müssen wir, oh Gott. Das sind 3-mal, das sind dann 9. 18 Schnecken brauchen wir jetzt, weil wir das da hinten eigentlich auch brauchen. Oder wir tun mal jedes nur ein... Hoppala, das war jetzt nicht so geplant. Ist ja schon grün. Wir tun jetzt in jedes nur mal ein Schneckle rein. Ich habe gesagt ein Schneckle. Boosten. 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 Ja, sowas kann auch ganz schön teuer werden mit der Zeit. Oder überall Schnecken reinpacken muss. Also
Energiefragmente. Ja, ist ja schon gut. Nicht, dass ich da wieder sage, da kommen die Schnecken rein, aber ich weiß, aus was die eben sind. Deswegen sage ich mal Schnecken. Ich tue da Schnecken rein. Ach, ich habe mich doch da gerade verschaut, oder? Jetzt macht es 22,5 pro Minute. Das sind 45 plus, das sind dann, ja, eine krumme Zahl. 45 und dann sind es 67,5 oder so. Auf jeden Fall, das ist sehr angepasst. Das macht er schon 90 pro Minute, das bedeutet 270 Teile pro Minute. Wir können es dann irgendwann anhand des Fließbandes sehen, ob es ausreichend ist. Es dauert aber halt noch einen Moment, weil jetzt alle hier ziemlich leer gefahren sind. Warte, wir rechnen es einfach mal aus. Wir brauchen hier 100 Turbodraht pro Minute. Dann teilt sich es hier auf. Da brauchen wir 225. Das sind schon 325 Turbodraht pro Minute. Okay, wir brauchen 400 Turbodrahtrollen, circa, das jetzt mal überschlagen. Ich habe es nicht ganz genau ausrechnen wollen, weil das wieder eine krumme Zahl war hier. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Ich hasse Mathematik. Nee, Blödsinn. Mathematik ist schon wichtig. Zeig mal. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir hätten da vielleicht schon irgendwie eine Differenz. Okay, dann pusten wir mal weiter. Mal 3, dann sind wir bei 360. Wir brauchen noch 400. Das heißt, komm, dann tun wir da nicht rum. Klotzen, da kleckern wir gleich mal richtig. Dann boosten wir das volle Lotte. Normal müssten es schon reichen, wenn wir hier auf voller Boost haben und den einen eben nicht, ne? So. Jetzt macht er 450 Turbodraht pro Minute. Also wir haben noch eine kleines Lüftchen nach oben. Na, jetzt müssen wir aber auch die anpassen hier. Schnecke, Schnecke. Gut, dass wir das Atomkraftwerk mittlerweile haben. Jetzt brauchen wir schon saumäßig Energie. Da reißt es das eine Kohlekraftwerk, was wir da jetzt noch gebaut haben, irgendwo. Das reißt es tatsächlich nicht raus. Muss ich jetzt mal so sagen. So. Also der Puffer ist jetzt praktisch vorhanden. Also hier ist ja auch noch ein kleiner Puffer drin. Aber hier haben wir jetzt eine kleine Differenz, klar, weil die jetzt wieder genauso viel produzieren, wie wir brauchen. So, und das dauert jetzt wieder eine ganze Weile, bis sich der Speicher wieder füllt. Bis eben das Band hier wieder stockt und dann füllt sich der Speicher. Ja, weil der hier nicht so viel braucht, ne? Oder?
Na, der müsste eigentlich immer hinkriegen, dass er genauso viel dann hat wieder, bis es der nächste Zyklus beginnt, oder? Ich schau mal ganz kurz. Das mache ich halt auch mal ganz gern hier in der Produktion gucken. Ja, er hat 80, das heißt für den nächsten Zyklus ist es gesichert. Ja, weil das Band hier tatsächlich ein bisschen schneller ist, wie er hier braucht praktisch. So, und das eine Band hier ist, das ist ein 5er Band, ne? Ja. So schnell, wie es hier vorbei saust. Okay, wie viel? Hundertneunzig braucht er praktisch. Ich habe es mal aufgerundet. Das Band hier, was ist das für ein Band? 3, das Band müsste er eigentlich schaffen. Ja, 200. Okay, ja, das schafft es auf jeden Fall. Dauert nur ein bisschen. Das ist ganz einfach so. Ach so, ja, da haben wir einen Filmverband gebaut. Ich habe mir mehr als gedacht, je nachdem, wie schnell ich irgendwo abgreife, tut der Teiler hier natürlich das anders dann hier fördern. Nee, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, der Teiler versucht immer zu gleichen Dingern hier praktisch natürlich, deswegen heißt sie auch Teiler. Der versucht zu gleichen Teilen immer hier was abzuzweigen, dass auf jedem Band immer nur halt eins dann ist. Es sei denn, es tut irgendwo halt dann stocken, dass ein Band voll ist. Dann bekommen halt die anderen Bänder mehr. Ne? Also man kann es nicht unbedingt hier jetzt steuern daran, was für ein Band man hier jetzt da am Ausgang hinstellt. Das ist auch 5, oder? Ja, ja, passt. Also irgendwann wird hier tatsächlich wieder alles voll sein. Ja, das geht hier jetzt tatsächlich langsam. So, jetzt haben wir das Ganze hier. Und wir bauen jetzt mittlerweile die Dingsbums da. Batterien. Oh, da haben wir ja schon einige. 3 Batterien immer. Ah ja. Sind trotzdem nur 5,625 pro Minute. Es ist nicht viel, aber ja, immerhin. So, wir machen da natürlich wieder einen großen Speicher hin. Ihr kennt es ja, ich denke immer wieder mal groß. Denken Sie groß. So, das ist schon im Raster, jawohl. Ist schon angelackiert, jawohl. Jawohl, ja toll. Also 5 pro Dings. Da reicht's, wenn man... So. So, und da kommen die Autobatterien. Ja, gut, dass man für die Fahrzeuge das nicht braucht. Ja, eigentlich bräuchte man bei jedem Fahrzeug Batterie, ne? Jetzt hat da hier Akku-Autos hier. Wo nur mit Strom fahren, das wäre auch was, ne? Aber ja, da müsstest du halt immer wieder die Autos irgendwo aufladen können. So, da sausen die Dinger vorbei, das ist echt, ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich gerade alles, was wir brauchen, ne? So, wie sieht es eigentlich hier aus? Jetzt wird ja auch ordentlich Aluminium gebraucht. Jetzt gucken wir mal, wie es da im Speicher aussieht. Na, der Speicher ist voll. Naja, der kommt hier ganz gut hinterher, denke ich mal, oder? Da kann man schon mal vorher gucken. 99, ja, die kommen ganz gut hinterher. Da brauchen wir nicht boosten. Apropos, jetzt muss ich mal tatsächlich einen Strommast suchen und dann mal nach dem Netteinkommen gucken, also nach dem Strom. Natürlich ist jetzt gerade kein Strommast in der Nähe. Warte mal, da, nee, auch nicht. Ach ja, und da könnten wir natürlich noch optimieren, das könnten wir ausbauen, könnten hier jetzt das Erz verbessern. Wir könnten da alles ein bisschen hochdrehen natürlich.
brauchen wir natürlich weitere Schnecken. Warte mal, ja, hier komme ich auch nicht dran. Da, jetzt hat, da haben wir den Strommast. Okay, wir brauchen momentan 4000 Megawattstunden. Schwankend. Entschuldigung, da bin ich mit dem Kopfhörer ans Mikro gestoßen. Ja, und machen fast, also knapp 6000 Megawattstunden hier zurzeit. Wie gesagt, es ist noch ausbaufähig, indem wir das Atomkraftwerk hochboosten. Das können wir nämlich noch machen, das Atomkraftwerk dann noch hochboosten mit unseren Schnecken. So. Und ich werde wirklich mal ein bisschen hier mal Lichter einbauen, dass man hier noch Lichter verteilen kann. Die dann wahrscheinlich auch nochmal Strom brauchen, wo man dann mit Stromleitungen hier verbinden muss. Soweit kommt's noch. So, oder Schilder wären auch ganz lustig, wenn man dann irgendwelche Wegweiser hinstellen könnte. So, warte mal, der Atomstrom, der Atombahnhof, was? Was labere ich da gerade? Der Atomzug ist gerade nicht da. Das freut mich aber gar nicht. Wie viele Steuerstäbe haben wir? Oh, doch, er ist gerade da. Hä? Warum ist denn da? Das kann ich gerade nicht nachgucken. Es scheint so, als wären mittlerweile die Stahlbetonträger vollständig. Hey, das ist aber unsynchron. Das ist aber jetzt nicht so schön. Wisst ihr das? So, ich fahre jetzt einfach mal mit. Also das macht jetzt hier gleich hier der Autopilot. Ich fahre den Zug selber nicht. Das ging ja früher auch nicht. Sobald ich mich in den Zug gesetzt habe, hat der Zug dann begonnen auf manuell zu schalten. Es wurde ja auch behoben, oder was heißt behoben? Es wurde einfach als Feature eingebaut, dass man auch sagen kann, ja, Autopilot, bring mich mal irgendwo hin. Das ist wie bei Factorio. Da kann man ja auch in den Zug einsteigen und der fährt automatisch weiter. So, das ist nämlich sehr angenehm, da muss ich dann nicht selber. Jetzt fährt er wieder übers Gleis, ich weiß. Ja, ich weiß halt tatsächlich nicht warum. Es kann tatsächlich sein, dass ihm die andere Strecke zu steil ist, dass er da jetzt ökologisch denkt und sagt, naja, da brauche ich weniger Strom, da muss er zwar jetzt auch noch einmal hier beschleunigen, aber da muss er nicht lang hier, also beim anderen Weg, da muss er ja ständig eigentlich Gas geben, da braucht er dann Dauerstrom. Der Wasserfall. Schön. War da eine Schnecke? Ich weiß es nicht. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich werde jetzt nochmal wirklich zum Atomkraftwerk fahren und nochmal nach dem Rechten schauen, wie momentan der Stand der Dinge ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt genug Stahlbetonträger haben am Atomkraftwerk. Allerdings halt noch nicht genügend Steuerstäbe, das dauert noch eine ganze Weile, das wird ja nicht so schnell gefertigt. So, und das ist halt nämlich auch, dass die Automatik, die stellt natürlich die Weichen selbsttätig. Ah, da sehe ich gerade was, wo wir vielleicht auch nochmal was machen müssen. Beim Aluminium, beim Bauxit, da kommt gerade ein bisschen wenig. Da muss ich mal gucken, ob der zugladungsweise genug drin hat dann. Hätte ich jetzt natürlich machen können, aber da hätte ich jetzt aussteigen müssen, den Zug hier nochmal stoppen und ja. Egal, das machen wir anders mal. So. Oh ja, das ist halt eigentlich auch genial, dass wir hier gerade ein Fließband neben der Zugstrecke haben. Wir hätten natürlich auch einen Zug bauen können, der uns natürlich hier die Steine in die Höhle liefert, ne? Braucht natürlich auch Strom. Jeder neue Zug braucht natürlich auch immer Strom. Mindestens 25 Megawatt. Wenn natürlich hier im Gefälle runterfährt, der bremst jetzt hier gerade. So,
aber er bremst halt nicht total. So, jetzt mache ich mal ganz kurz Autopilot aus, dass er mir nicht abfährt. Hallo? Oh. Die Strahlung hat sich aber ganz schön ausgebreitet hier. Die hat sich ja schon bis auf den Bahnhof ausgebreitet. So, dann ziehen wir einfach unseren Strahlenschutzanzug an. Ah, schau an! Er hat genügend Uranbrennstäbe hier. Deswegen ist die Strahlung auch so hoch. Er hat genügend Uranbrennstäbe. 50 passen rein, alles klar. Ja, mich würde es jetzt mal tatsächlich interessieren, ob uns das... Ja, wie viel Strom liefert denn das jetzt eigentlich? Ich glaube 2500, ich kann es jetzt hier gerade wieder nicht lesen. 2500, ja, das müsste so sein. Warte mal, steht es nicht auch hier im Bauplan drin? Ja, 2500 Megawatt liefert so ein Atomkraftwerk. Es würde allein nur wahrscheinlich geboostet den Bedarf, was wir momentan brauchen, abdecken. Also das heißt, wenn ich jetzt volle Kanne laufen lassen würde, dann wäre es wahrscheinlich ausreichend, dass man nur mit Atomstrom fahren. Weil das komplett geboostet müssten 5000 sein. Und dann haben wir genau den Verbrauch, was wir dabei haben. Ja, aber es ist ja nicht Ziel der Sache, dass wir jetzt hier einfach sagen, ja, wir drehen das jetzt nur auf den Atomstrom. Die Kohle und so weiter lassen wir natürlich auch. Wobei der Atomstrom mit ganz vielen Anführungszeichen sauber ist. Ja. Bitte steinigt mich nicht. Also, ich weiß, dass da jetzt Kommentare kommen werden. Der Atomstrom ist schon sauber. Abgesehen vom Müll. Apropos Müll. Ja, gut, okay. 500 passen auf ein Stack. Ja, wir haben da noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wann es voll sein wird. Hier haben wir vollkommen Strahlungsausschlag. Ist klar, und deswegen wollte ich diese ganze Strahlungsthematik nicht in der Base haben. Selbst allein nämlich das, dass das hier auf dem Band liegt hier. Da hat man schon die Strahlung nämlich. Und da hätte ich ständig hier, hätte ich die Strahlung in der Fabrik. Und das habe ich damit verhindert, dass ich das hier in die Höhle gebaut habe, zum Atomkraftwerk. Also wir können jetzt tatsächlich noch ein neues Atomkraftwerk bauen, ne? Das... können tatsächlich komplett auf Atomstrom umsteigen. Das wird wahrscheinlich auch 50 sein und dann stellt er hier die Produktion ein. Auf jeden Fall. Ja, der Stahlbeton ist so gut wie vollzählig. Ein bisschen fehlt natürlich noch, aber ja. Ich guck mal kurz im Waggon. Ich gehe mal her und hole mir da mal den Außenwaggon raus. Und den Rest, den stopfe ich hier wieder rein. Hier rein. So. Gut. Und den Anfang lasse ich auch hier drin. Das ist wirklich schon gigantisch hier. Hätte ich mir jetzt so nicht vorgestellt, dass es jetzt so geil ist hier. Ja, jetzt bauen wir einfach mal noch ein Atombrennstablager, ne? Warum nicht? Ne, macht man nicht. Das soll irgendwann mal hier aufhören, dass es hier nicht ständig produziert. So, gut. Ja, ich wollte mir doch... Warte, mache ich das jetzt nicht? Ich wollte eigentlich beim Aluminium vorbeigucken. Nee, komm, ich mache jetzt einfach mal hier weiter.
Ich fahr mal manuell. Ich möchte nämlich kurz noch was abklappern. Da war doch eine Schnecke. So, wenn er hier vom Bahnhof losfährt, bekommt der Zug auch schon, ja, 170 drauf, ganz kurz, und dann geht es natürlich hoch. Das ist es natürlich, da braucht es wieder Energie ohne Ende. Ich weiß nicht, ob die Züge tatsächlich auch langsamer werden, je schwerer die Waggons sind. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man mehr Waggons dran hängt, dass der wahrscheinlich auch mehr Energie braucht. Gott, mal, wo war denn jetzt hier? Da ist die Schnecke, glaube ich. Ja. Die möchte ich einsammeln. Dazu brauche ich mal ganz kurz meinen Raketenrucksack wieder. Geronimo. Ist eine grüne, ne? Ja. Egal. Es ist eine Schnecke. So, kann ich mich da irgendwie Baum setzen, wie so ein Vogel? Nee, kann ich nicht. Der hat keine Masse. Jetzt muss ich nicht wieder hoch hier. So. Ich nehme mal wieder ein Hilfsmittel zur Hand. Das kennt er ja schon. Wo ist die Leiter? Hier. So. Jetzt bin ich in der Baumkrone. Komme ich da ganz nach oben? Nein! Aua, 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 aua! Oh! Alter, das war... Okay. Verdammt, verdammt, verdammt. So, das... Das geht natürlich auch, der Fundamentlift. Ja, ich hatte echt Glück, dass ich jetzt nicht gestorben bin, ne? Das hätte mich aber angekotzt wieder. So, machen wir die Fundamente. Jetzt müsste es aber reichen, oder? Das war ja nicht viel. So. Wobei, ich lasse mal kurz das Fundament. So. Ja, jetzt reicht es auf jeden Fall. Jetzt komme ich von A aus. Wieder auf die Zuggleise. Auf die Trasse. So. Nur wegen der blöden Schnecke, ne? Ja, aber wenn man halt so hoch eine Bahn baut, klar, dann... So. Der Lokführer muss wieder in die Bahn. So, weiter geht's. Ja, es irritiert mich halt so ein bisschen, dass der eine Behälter leer ist. Okay. Ja, es ist dunkel. Jetzt sehen wir natürlich wieder die ganzen Schnecken besser, wenn welche da sind. Na, guck an, wie er so ein komischer Rochen, so ein... Da war doch eine Schnecke. Moment, hau mal die ganze Bremse rein. Das Geile ist halt tatsächlich, dass die Waggons mitbremsen. So, ist hier eine Schnecke? Und da habe ich mich da jetzt verguckt. Doch, da ist eine. Six, ich brauche gar keinen Scanner. Ich tue einfach über die Welt hier fahren und sehe hier die Schnecken überall. Das hört sich manchmal ein bisschen ekelhaft an. So, jetzt ist man wieder auf die Bahnstrecke. Da ist es aber einfacher. Da könnte ich fast aus dem Stand hoch.
Nee, kann ich nicht. Wir brauchen trotzdem einen Turm. Lalalala. Ja, man misst eigentlich teilweise bei manchen Bahnstrecken dann immer wieder solche Hilfsbahnsteige machen. Also man müsste hier jetzt dann auch solche temporären Bahnhöfe haben, wie bei Factorio das jetzt ist. Dass man im Zug sagen kann, ich möchte hier kurz hinfahren. Und dann hebt er auch da an der Stelle. Dann hat er kurz einen temporären Marker, den er einmal gern fährt. Und dann ist wieder gut. Also wenn ich nur hier bremse, dann bremsen die Waggons nicht mit. Nur wenn ich dann hier mit Leertaste bremse, dann bremsen sogar die Züge, also die Waggons mit. Vielleicht wisst ihr auch, wo ich hin möchte. Wir haben da noch eine ganz kleine Rechnung offen. Das Anvorkommen, was auch immer das jetzt ist, ich sehe es ja von da nicht so wirklich. Also manchmal kann man es an der Farbe erkennen, was für Vorkommen. Ah, da muss man sich schon wirklich auskennen. Oh Gott, wenn ich jetzt hier das ganze Meer, wenn ich da jetzt schwimmen müsste, da würde ich ja wirklich mal abkotzen hier. Weil das so viel zu schwimmen ist. Ja, sieht schon interessant aus. Man meint, man sieht unten sogar eine Struktur. Also man sieht so Untiefen im Meer, im Wasser. Ja, hier gibt es allerdings keinen Fisch, ne? Damit man sich heilen kann. Also hier wollte man nochmal hin. So, okay. Den Zug lasse ich weiterfahren. Ich steige aus. Auf Wiedersehen. Komm bald wieder. So, okay, hier sind erstmal diese komischen Furzgaspflanzen. Ja, hier ist das Wrack, da möchte ich hin. Ich habe mir schon eine Strategie zurechtgelegt. Geronimo! Diesmal lasse ich mich nicht ins Wasser fallen. Taktisch. So. Okay, ja, was ist denn hier das Sand? Okay. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich baue einen Turm. Ich will das Ganze erstmal beobachten. Da die mir ja die Sachen nicht kaputt machen können, die Viecher. So, hat das Gewehr einen Zoom? Ne, hat es nicht, ne? So, da ist das Viech und da war auch irgendwo so ein Rambock. Das sind die Nüsse. Gehen wir nicht auf die Nüsse. Hat ihn getroffen. Haut ab, der Sack. Ja gut, wir können ja so vorsichtig. Ah, der lebt noch. Nachladen. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Wo ist er denn? Ah, da. Hui. Der kann aber gut fliegen. Also, das Gewehr ist gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Ja, ich habe dem Gewehr Unrecht getan. Ja, aber das Magazin ist halt unheimlich schnell leer.
Okay, das ist schon wesentlich angenehmer, gegen die zu kämpfen. So, gut. Schwerer Rahmen. Dann habe ich hier noch Platten gesehen, jawohl. Kabel. Ja, das letzte Mal hat mich der blöde Rambock da niedergemacht. So, dann brauche ich das ja nicht mehr. So, das war jetzt die Revanche. Also wir haben ja damals wieder geladen, okay, aber wir haben uns jetzt hier vorbereitet. So, noch irgendwo Teile. Hier schön am Strand, hier ist das Ding abgeschmiert. Ich möchte halt mal wissen, von was das... Also lustig wäre, wenn es da dann noch so Stories geben würde, von wem die Kapsel hier ist. Einsatzbereit? Brauchen wir da gar nichts? Das ist ja mal ganz was Neues. Sonst braucht man doch immer was, um da was rauszuholen. Ah, haben wir keinen Platz mehr im Inventar oder was? Oh ja, unser Inventar ist ziemlich voll. Warum ist denn das so? Ach, weil wir jetzt zusätzliche Sachen haben. Also sowas wie... Ne, wobei. Na doch, wir haben... Ja, weil wir die jetzt haben und trotzdem ist das Inventar noch voll. Was ist denn das hier? Funksteuerungsanlagen, okay. Und das haben wir... Ach ja, gut, okay. Yo, jetzt haben wir das hier ausgemerzt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie geht's denn zurück zur Zivilisation? Da ist noch ein Nussbaum. So, was haben wir hier? Bauxit. Ja, brauche ich nicht abbauen. Das ist eh nur so eine Geode hier. Da ist noch ein Gegner. Wo bist du denn? Ah, hier bist du. Okay, das braucht 4 Schüsse. Und wenn man es erschlagen, braucht man, glaube ich, nur... Aua! Da braucht man nur 2 Schläge, glaube ich. Blödes Miststück, du. Ja, der hat Verstärkung bekommen, Mist. Ja, auf Wiedersehen. Aua. Ist auf jeden Fall lustig, wie es die dann durch die Gegend haut. So, was haben die hier jetzt? Haben die irgendwas Besonderes bewacht, weil da so viele waren? Eine Blume, kann man die eigentlich abschießen? Nee, kann man nicht, okay. Oder waren die halt, weil, ja. Oder haben wir das schon eingesammelt? Das kann natürlich auch sein, die sind wieder respawned. Ich meine, wir waren schon mal hier irgendwie auf der Insel. Haben das Wrack aber damals nicht gesehen. Vielleicht gab es das Wrack damals noch gar nicht. So, auf jeden Fall. Tja, muss ich schwimmen. Wo ist denn hier unsere Station hier? Ihr wisst schon, was ich meine. Warte mal, ich heile mich mal ganz kurz. So, das können wir machen. Das haben Inhalator hier. Also gut, dann schwimmen wir halt. Gut, dass es hier keine Haie gibt. Sagt er und raps, ja. Das wäre mal noch was Schöneres, ne? Ja, das Einzige, was wir im Wasser machen können, ist Licht an- und ausschalten. Sonst können wir hier gar nichts. Manchmal können wir schießen, aber nicht immer. Manchmal geht's und hier geht's halt jetzt mal nicht. So, da ist noch eine Insel. Ja, das war eine andere Insel, aber irgendwie, ich meine, ich wäre schon mal in der Gegend gewesen. Gerade weil da so viele Pupspflanzen und so weiter waren. Das Licht ist an. So, jetzt wird es eh wieder hell. Nur die Hellen kommen in den Garten. Was? Was erzählst du da?
Ich erzähl gerade wieder Quark, ne? So, warte mal. Wenn man hier in der Wildnis ist, sollte man vielleicht eine Waffe ausrüsten, wenn man nicht gerade irgendwas sucht. So, da holen wir uns mal ein paar Nüsse. Können auch ein bisschen fliegen, damit wir noch ein bisschen Überblick haben. So, was haben wir hier Schönes? Rohöl rein. Okay, hier hätten wir Rohöl. Rohröl. Hm. Ach, der Zug wieder. Der war aber schnell. Gut, also hier gibt es Öl. Was gibt es hier? Katerumerz. Wollen wir nicht. Brauchen wir nicht. Kriegen wir nicht. So. Aber da müsste doch dann auch irgendwo unser Dingsbums da sein. Unser Fahrzeug. Oder ist es hier eine ganz andere Stelle? Warte mal. Z. Nö. Das ist ja tatsächlich schon auf der Insel hier. Das ist eine Halbinsel, ja. So, da ist die LKW-Station. Warte mal. Ah, warte mal. Ah, jetzt ja. Ich habe ja mal gesagt, man kann nicht gucken, ob da... ob das voll ist. Ja, ich hätte gar nicht hier zum Dings fahren müssen. Jetzt das Biegen könnte ich auch mal einsammeln hier. Das ist, oh. Das habe ich noch gar nicht mitgenommen, das Ding hier. Ah, ich habe eh keinen Platz. Moment. Jetzt wird er ja gleich wieder strongly recommend hier bla 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 sagen. Kann ich irgendwas wegwerfen? Ja, kommt die 5, darauf kommt ZZ an. Mülltonne. Ja, ich weiß es ja schon, so. Ich sammle es da schon ein. Diese KI hier, ne? So, da ist Le Öl. Was habe ich hier oben? Ah, eine Beere. Die kann ich leider jetzt gerade nicht pflücken, weil ich wieder mal zu viel in der Tasche habe. Ich habe gerade hier gedacht, hier trappelt was. Dass hier Spinnen oder was sind vielleicht wieder. Ja, der spinnt so ein bisschen, der Lego natürlich, ne? Ja, ich leide unter Verfolgungswahn. Ne, tue ich nicht. So, das ist die LKW-Station. Tja, wenn ich jetzt noch mit dem LKW zurückfahren könnte, ohne dass die Automatik ausgeht, wäre das schön. Wo habe ich das Biegen hier hingesetzt? Ich wollte doch das Biegen einsammeln. Hm? Das braucht nämlich keiner mehr. Wir wissen ja jetzt, dass es hier Öl gibt. Wird jetzt auf der Karte markiert, da mit dem... mit der Haltestelle. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes sonst hier auf der Insel? Nee, ne? Mm-mm. Nö. Ah, ist nichts mehr. So. Ah, das wäre eine Beere. Die ist noch... ach, Mist. Jetzt, hätte ich gucken können, ob wir da mitfahren können mit dem Ding. Das ist schon gigantisch, dieser Bogen hier. Ja gut, dann renne ich halt hier mal rüber. Ja, da haben wir auch ausklabustert, wo es noch seicht ist. Also von da könnten wir Öl und dann könnten wir, ja, dann könnten wir mit der Bahn und überhaupt und sowieso. Dann könnten wir nochmal eine neue Kunststofffabrik aufmachen. Naja, und wäre eine Möglichkeit. Weil man das halt alles hier mit dem Truck hier dann transportieren. Also die Bahn ist doch zuverlässiger, würde ich halt mal sagen. Da sind auch noch Bären. So, oh, guck an. Da ist eine Schnecke. Ein Schneckerich.
Das müssen wir aber lossägen hier, oder? Nee, ah nee, eine Mörser Sphere. Keine Schnecke, aber es hat halt so violett geschimmert. Ja, dann ist es nichts Wichtiges. Aber ich nehme es einfach mit, ne? Ja, wie gesagt, es gibt ja noch jede Menge zu erkunden auf der ganzen Welt hier. Und irgendwo hatten wir auch eine Höhle, die wir mal zurückgestellt haben, wo wir gesagt haben, ja, da kommen wir irgendwann mal hin. Ja, den Nüssen wachsen nicht mehr nach, weil das war vor dem Update, dass es nachwächst. Und da hat es den Fleck praktisch nicht gesetzt, dass es nachwächst. Ist eigentlich schade, ne? So. Da ist die Höhle, glaube ich, sogar. Platsch, platsch, platsch. Ah, das ist, glaube ich, nur ein Durchgang, oder? Nee, da ist sogar eine Schnecke drin. Schön. Ist die grün? Ja, dann kann ich sie einsammeln, weil ich habe im Moment nur grüne. So, gibt es hier sonst noch was? Gibt es hier einen zweiten Ausgang? Ja, das war jetzt einfach. Da war noch nicht mal ein Gegner drin. So. Okay, einmal durch. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Keine Ahnung, wo das ist. Wobei ich hier auch nicht sicher bin, ob ich hier nicht nochmal eine Schnecke gesehen habe, wo es mal dunkel war. Also das war jetzt hier eine durchreiche Höhle. Jetzt haben wir die auch abgehakt. Da sind wieder Nüsse. Die habe ich noch nie abgeerntet oder so. Keine Ahnung. Ist ein Gegner. Ah, das Frack haben wir doch schon, oder? Nee, das ist kein Gegner. Wo ist denn da die Kapsel überhaupt? Ja, die Kapsel haben wir schon. Ja, auf der Ebene zum Beispiel gibt es auch halt viele Nussbäume. Aber die haben halt alle früher schon abgeerntet, bevor das Update war. Und deswegen gibt es hier nichts mehr für mich. Ja, hier ist noch ein Nussbaum, der hat noch Nüsse dran. Wenn hier so eine Stromleitung durchgeht, dann ist es immer praktisch. Der kann man nämlich dann zurückfolgen. Ja, hier gibt es Pupspflanzen. Ich erinnere mich. Ja, bitte bemühe dich nicht. Du brauchst nicht aufstehen. Bin nur ich. So, jetzt machen wir hier die Stunde noch voll, meinetwegen. Hoppala. Ja, dann haben wir eigentlich schon wieder momentan alles, was wir eigentlich wollen, ne? Ja, dann können wir eigentlich tatsächlich bloß noch so ein bisschen jetzt verbessern und machen und tun. Bis halt wieder Neues reinkommt, neues Content. Ja, und vielleicht, das habe ich schon mal gesagt, vielleicht pausiere ich dann auch mal wieder ein bisschen. Weil, ja, wenn nichts Neues kommt, dann ist es ja uninteressant für euch. Wenn ich dann nur immer das gleiche baue hier oder machen tue. Ne? Ich meine, für mich hat das Spiel schon Langzeitmotivation. Das ist eigentlich jetzt nichts anderes wie bei Factorio. Wobei Factorio, habe ich ja schon mal gesagt, da ist momentan so ein bisschen der Zug aus. Also da mag ich momentan irgendwie gar nicht weitermachen. Da warte ich wieder so lange, bis ich wieder alles vergessen habe. Wie viel Mund haben wir eigentlich noch? Okay, gut. So, ja Leute, dann würde ich sagen, ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Könnt ihr natürlich mir zeigen, indem ihr mir einen Kommentar hinterlasst, einen Like oder sogar, wenn noch nicht passiert, ein Abo. Ja, und wenn ihr halt wirklich ganz viel Lust habt noch, dann könnt ihr natürlich auch meinen Kanal teilen. Das muss nicht unbedingt sein, ne? Aber es wäre halt schön, würde ich mich wirklich dafür bedanken. Ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.